Diese Woche entdecken wir zusammen mit der BLS eine Auswahl der besten Ausflüge in der Region. Auf den Spuren von Friedrich Dürrematt steigen wir zu Bern in den Zug Richtung Neuchâtel. Der Reisebegleiter auf der heutigen Zugfahrt ist der Berner Theatermann Gusti Polak. Wie ich gesagt habe, Dürrematt setzt immer die Fantasie in sehr exakte Landschaften. Und eine Landschaft ist die hier draußen. Darum bitte ich euch jetzt, während ich das zitiere, anzuschauen. Es ist kein Zufall, dass die Reise von Bern auf Neuchâtel mit dem Zug gemacht wird. Der Dürrematt hat eine besondere Beziehung zu dieser Strecke gehabt. Dass er sehr oft gefahren ist, der Dürrematt. Er war seit 52 in Neuenburg, hat aber erst 56 Lehre Auto fahren. Und er beschreibt selber, dass man gezwungen ist, weil das Inns und das Kerzers halten, dort ist ein Schnellzug, dort die trostlosen Bahnhöfe anzuschauen. Die sind heute natürlich nicht mehr trostlos. Und dort sei ihm der erste Akt von der alten Dame, sein berühmtestes Stück, in Sinn gekommen. Das Neuenburg ankommen führt der Weg zum ehemaligen Wohnhaus von Friedrich Dürrematt durch einen idyllisch-botanischen Garten zu Neuenburg. Wir befinden uns hier im Centre Dürrematt-Neuchâtel. Und in die moderne Architektur von Mario Botta ist das ehemalige Wohnhaus von Friedrich Dürrematt integriert, in dem er fast 40 Jahre lang bis zu seinem Tod gelebt und gearbeitet hat. Wir haben hier eine Kombination aus Ausstellungsbereichen und den Lebensräumen von Friedrich Dürrematt, zum Beispiel die Bibliothek und sein Arbeitszimmer. Unser Centre erforscht und vermittelt den Dialog zwischen dem Bildwerk und dem schriftstellerischen Werk von Friedrich Dürrematt. Text und Bild stehen bei ihm in einem sehr engen Zusammenhang. Er hatte auf seinem Schreibtisch immer zwei Stapel Papier, einen zum Schreiben und einen zum Zeichnen. Dieses Bild, die Katastrophe, greift das Motiv des Zugs auf und ist gleichzeitig ein Beispiel für die schlimmstmögliche Wendung, ebenfalls eine dramaturgische Konzeption von Dürrematt. Die Reise zum Dürrematt ist 2021 zu seinem 100. Geburtstag lanciert worden. Sie findet vom Mai bis im Oktober zweimal im Monat statt.